Okay, herzlich willkommen hier von unserem Immersive Quantified Learning Lab. Mein Name ist Niklas Großmann und ich werde Ihnen unser Lehr-Labor vorstellen. Das Ganze ist eine Kooperation von DFKI, in dem Fall Standort Kaiserslautern und der Physikdidaktik von der Universität Kaiserslautern. Und aus dem Grund werde ich so ein paar Beispiele, die ich zeige, sind dann auch Physik, aber alles sehr simpel und allgemein verständlich. Okay. Worum geht es überhaupt in unserem Labor? Und wie man schon sieht am Quantified Learning, es geht hier eben um Quantified Learning, das bedeutet so analog zu Quantified Self, wo man sich eben so selbst vermisst mit Fitness-Tracker, was man aufschreibt, was man irgendwie gegessen hat und so, um sich irgendwie besser kennenzulernen. Was wir machen wollen ist Quantified Learning, wir wollen Lernprozesse eben sichtbar machen, messen, weil wir sind ja auch Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, weil wenn wir die sichtbar machen können, können wir eben versuchen, diese KI-Techniken darauf anzuwenden und den Menschen damit zu helfen. Ich werde später genauer darauf eingehen, wie das alles funktioniert. Am Anfang erkläre ich Ihnen kurz, was der Vorteil ist, was wir bezwecken mit dem Ganzen. Ich zeige Ihnen dann auch mal ein paar Beispiele von Forschungssachen, die wir auch damit gemacht haben. Und normalerweise wären Sie dann oder eine Gruppe von Schülerinnen, Schülern, Studentinnen, Studenten, Lehrern, Lehrern hier im Labor und könnten das selber ausprobieren. Das ist halt aktuell in der Situation ein bisschen schwierig. Ich werde deswegen die Sachen, die einzelnen Exponate selber mal vormachen. Ich hoffe, das funktioniert soweit, wie wir uns das gedacht haben über den Stream. Im Test ging das ganz gut. Also ist natürlich immer noch was anderes, als das selber zu machen. Aber ich hoffe, Sie können das einigermaßen miterleben. Okay, worum geht's? Wir haben in letzter Zeit wurde auch von der Bundesregierung eben viel Geld in digitale Bildung gesteckt. Aber ein gewisses Problem ist eben, wie das dann wirklich durch diese digitalen Medien, wie das im Lernprozess ankommt, diese Wirksamkeit und die Potenziale, die sind in dem Sinne noch nicht so evaluiert, wie sie es eigentlich sein müssten. Und wir haben uns gedacht, okay, da wollen wir ansetzen, weil wenn wir eben, digitale Medien bieten halt gewisse Vorteile, die ich mit analogen Medien nicht habe. Wenn ich jetzt ein Schulbuch habe, die ganze Klasse wird dann, es wird sich auf ein Schulbuch festgelegt, das hat ein gewiss, das ist halt fest, das ist nicht veränderbar. Dann gibt es vielleicht die schwächeren Schülerinnen und Schüler, die haben dann damit schon Probleme. Ich kann aber kein Buch nehmen, das sich komplett an die Anfänger richtet, dann werden die Besseren unterfordert. Und mit sowas kann ich eben bei digitalen Medien, kann ich da Abhilfe schaffen, weil ich eben gewisse Dinge einfach dynamisch verändern kann. Ich habe so, genau, die leistungsschwachen Probanden können individuelle Hilfestellung nutzen. Gut. Damit die das nutzen können, muss aber auch erstmal festgestellt werden, wer benötigt das überhaupt. Ah, eine Sache hatte ich am Anfang vergessen zu sagen. Meine Regie schaut sich den Chat an, also falls es irgendwelche Fragen geben sollte, kann man die direkt stellen. Oder ich glaube, auf der Digitaltag-Seite müssten auch die Kontaktdaten ja sein. Mich einfach nachher anschreiben. Okay, damit wir eben feststellen können, welcher Lerntyp braucht welche Lernhilfen? Wo liegen die Schwierigkeiten? Muss das erstmal festgestellt werden. Und dazu kann man eben heutzutage künstliche Intelligenz verwenden. Heutzutage können wir mit künstlicher Intelligenz viele Dinge lösen, die früher kaum nicht möglich waren. Wir haben zum Beispiel hier, das habe ich gezeigt, in dem Fall hat Googles AlphaGo den Go-Großmeister geschlagen. Bei Schach ist das ja schon vor über 20 Jahren gewesen im Endeffekt, dass der Computer den Weltmeister schlägt. Und heutzutage haben wir eben die Möglichkeit, wir haben große Datenmengen, wir können das parallel auf der Hardware berechnen und wir haben eben durch die besseren Algorithmen vom maschinellen Deep Learning kann man eben heute viel mehr anstellen mit der Technik. Und genau, es wird immer besser und besser und so haben wir uns überlegt, wie können wir die künstliche Intelligenz im Bildungsbereich anwenden, weil wenn wir eben die Lernprozesse, das Lernen quantifizierbar machen, dann können wir unsere KI darauf anwenden, dann können wir die Wirkmechanismen des Lernens verstehen, wir können sehen,
welcher Schüler hat wo Probleme, wie kann man da individuell Hilfestellung geben, wie kann man das individuell an die einzelne Person anpassen und wie können wir damit besser den Lernerfolg beurteilen. Was ich sagen möchte, wovon wir noch sehr weit weg sind, ist, wie in Filmen, ein wirklich menschenähnliches Wesen, also eine KI, die wirklich komplett einen Menschen ersetzen kann. Vor allen Dingen im Bereich so emotionale Intelligenz, Empathie, das lässt sich nicht wirklich gut mit diesen KI-Algorithmen heutzutage abbilden oder vielleicht auch nie. Das heißt, unser Ziel ist nicht, dass wir dann praktisch die Lehrpersonen ersetzen, sondern wir versuchen den Schülerinnen, den Schülern, den Lehrpersonen einen digitalen Partner zur Hilfe zu geben, um sie eben bei diesem Lernen zu unterstützen. Okay, jetzt habe ich viel erzählt, wie uns Quantified Learning halt helfen kann. Und jetzt ist die Frage, okay, wir wollen diese Lernprozesse irgendwie quantifizierbar machen, also müssen wir irgendwelche Daten aufnehmen. Und eine Sache, die wir halt schon verwendet haben, schon öfters, ist zum Beispiel Eye-Tracking. Eye-Tracking heißt, ich nehme die Augenbewegungen der Benutzer auf und dann kann ich halt versuchen, daraus gewisse Dinge zu berechnen. Ich habe jetzt, ich zeige das mal ganz kurz, ich habe hier so einen Eye-Tracker. Das ist einfach nur so diese schwarze Leiste, die kann ich an meinen Monitor dran klippen. Das ist ein ganz normaler kommerzieller Eye-Tracker. Und ich schaue dann auf meinen Bildschirm und am Anfang muss man das kalibrieren. Ich schaue in die verschiedenen Ecken des Bildschirms. Dabei nimmt der Eye-Tracker ein Bild meines Auges auf und weiß dann, okay, wenn die Person nach links oben schaut, sieht das Auge so aus. Wenn die Person nach rechts unten schaut, sieht das Auge so aus. Und wenn das einmal kalibriert ist, das muss man halt einmal pro Person machen, dann kann der später die Live-Bilder vergleichen. Wo schaue ich hin? Wie sieht das Auge aus? Und kann dann, also wie sieht das Auge aus? Und daraus kann der Eye-Tracker dann zurückrechnen. Okay, wenn das Auge so aussieht, schaut er gerade dorthin. Also ist relativ einfach. Das funktioniert mit infrarotem Licht. Das heißt, ich weiß es gerade nicht. Vielleicht kann man es im Stream, je nachdem, ob die Kamera einen Infrarotfilter hat, sieht man das vielleicht auch so. Aktuell werden halt dann werden die Augen beleuchtet eben mit diesem infraroten Licht. Das ist für mich unschädlich und halt eben unsichtbar, ist also beeinflusst mich nicht. Aber ich kann dann wirklich live die Augenbewegung verfolgen. Ich werde Ihnen das nachher mal zeigen. Gut, was können wir damit machen? Das ist jetzt hier einfach mal so ein Screenshot, das ist zum Beispiel von Wikipedia. Und dann hat man das einer Person zu lesen gegeben und dann kann man nachher so eine Heatmap generieren. Diese Heatmap, dort wo es rot ist, da ist es heiß, da wurde zum Beispiel besonders intensiv hingeschaut und dort, wo es blau ist, das ist kalt, da wurde sehr wenig hingeschaut. Und dann kann man eben auf diesem Screenshot sehen, wie zum Beispiel in dem Fall, wie wurde das Inhaltsverzeichnis gelesen, welche Teile dieses Wikipedia-Artikels scheinen besonders interessant zu sein, die Zeichnung. Ich kann auch so gewisse Areas of Interest definieren, wo welche Bereiche halt besonders intensiv angeschaut wurden, was die relevanten Bereiche sind. Das ist jetzt einfach mal eine Wikipedia-Seite und wir haben gesagt, okay, wir können das ja für die Bildung einsetzen, dann machen, ich erkläre noch ganz kurz, dann kommen wir, wie wir es für die Bildung einsetzen. Was man überhaupt misst, der Eye-Tracker in dem Fall hat 90 Hertz, der nimmt also 90 Mal pro Sekunde ein Bild des Auges auf und berechnet daraus, wo schaue ich auf dem Bildschirm hin. Und wenn sich mehrere von diesen Aufnahmen in einem Gebiet clustern, dann weiß der Eye-Tracker, da wird länger hingeschaut, das ist eine Fixation. Das nennt man eben eine Fixation, wenn das Auge irgendwo ruht und Informationen aufnimmt. Und das Auge bewegt sich, zumindest beim Leseprozess und auch bei vielen anderen Sachen, nicht kontinuierlich, sondern das Auge macht immer so Sprünge. Das nennt sich eine Sakkade. Ich schaue mir irgendwas an, da ist eine Fixation und dann habe ich die Information aufgenommen, dann springe ich zum nächsten Bereich, das Auge ruht da kurz, nimmt die Information auf, springt zum nächsten Bereich. Und dieser Sprung nennt sich eine Sakkade. Und aus diesem Verhalten, aus diesen Fixationen, aus den Sakkaden, kann ich eben dann gewisse Dinge mir berechnen. In dem Fall waren das jetzt hier zum Beispiel nur die Fixation. Wir haben, das war in der 9., 10. Klasse, das war ein Elektroversuch, den Schülerinnen und Schülern was zu lesen gegeben. Und die haben einen Prätest gemacht, also die haben vorher ein paar Fragen gekriegt, dann wussten wir ungefähr ihren Kenntnisstand, dann haben sie diesen Text gelesen, dann haben sie danach einen Posttest gemacht, sie haben dann ein paar Aufgaben dazu gekriegt und bearbeitet und dann konnten wir also messen, wo schauen die hin, während sie diesen Text lesen und wie gut sind sie dabei.
Wir haben das dann später unterteilt in die Probanden, die eher viel richtig hatten, das waren die Experten, und die Probanden, die eher wenig richtig hatten, die Anfänger. Und wir haben dann Heatmaps erstellt, so kombiniert, und haben uns angeschaut, wo schauen eigentlich Schülerinnen und Schüler hin, die wissen, was sie tun, wo schauen Schülerinnen und Schüler hin, die nicht wissen, was sie tun. Dann kann man eben zum Beispiel bei diesem hier sehen, dass bei den Anfängern eher die Blickbewegung verteilt ist auf den ganzen Text, während es bei den Experten eher sich konzentriert auf der Tabelle, auf dem gewissen Bereich, wo die Definitionen stehen. Die wissen einfach schon, wie sie so einen Text zu lesen haben. Ich habe da auch noch ein kleines Beispiel zu, sehr ähnlich. Das war jetzt so 5., 6. Klasse, das war ein Versuch mit einem Pendel. Da hatten sie erst auf der linken Seite des Bildschirms was zu lesen bekommen, die rechte Seite war leer. Und wenn sie gesagt haben, okay, ich bin fertig, wurde auf der rechten Seite eingeblendet, diverse Aufgaben. Und während man diese Aufgaben bearbeitet hat, konnte man zurückschauen zum Text, was brauche ich eigentlich, um diese Aufgaben jetzt sinnvoll zu bearbeiten. Diesmal haben wir die Probanden unterteilt in Anfänger, Fortgeschrittene und Experten. Und das linke Blatt ist jeweils der Text beim ersten Mal lesen. Wir haben jetzt stark hervorgehoben, wo halt die intensivsten Bereiche sind. Und die rechte Seite ist jeweils, wohin wurde zurückgeschaut, um die Aufgaben zu lösen. Und dann kann man eben sehen, vor allen Dingen bei den Anfängern kann man sehen, die lesen, okay, einigermaßen nicht, gewisse Bereiche konzentriert es sich, aber vor allen Dingen beim Zurückschauen zu den Aufgaben sieht man, die wissen nicht so genau, wo schaue ich jetzt hin, was lese ich jetzt am ehesten, was hilft mir, dann schauen sie sich größtenteils diese Zeichnungen an, irgendwie muss mir das helfen. Aber die lösen die Aufgaben trotzdem dann falsch. Während wir bei den Experten sehen, die lesen auch so, homogen die Seite einigermaßen und wissen aber beim Zurückschauen, wo muss ich mich darauf konzentrieren, den mittleren Bereich, wo die Definitionen und Formeln war. Das war eigentlich also das Wichtige. Die wussten direkt, das brauche ich, um die Aufgaben zu lesen, bearbeiten. Das heißt, wir können wirklich anhand solcher Blickmuster, können wir abschätzen, weiß jemand, was er tut, weiß jemand nicht, was er tut, müssten wir dem eher Hilfe geben, lassen wir diese Person eher von alleine weiterarbeiten. Jetzt hatte ich zwei Beispiele in der Schule, ich zeige noch zwei, drei kleinen, dann demonstriere ich Ihnen das auch mal. Das kann man natürlich nicht nur in der Schule machen, das ist jetzt von der Universität, sieht jetzt komplizierter aus, als es ist. Also ich gehe da ganz kurz drauf ein. Im Endeffekt haben wir dieses Vektorfeld, diese Pfeile, die in eine Richtung zeigen, und die Physikstudierenden sollten die Divergenz berechnen. Da gibt es so zwei Formeln für. Die zeigen, kommen beide aufs Gleiche hinaus, die obere Formel. Da muss man sich eher einen Bereich anschauen und mit der unteren Formel muss man eher in geraden Linien schauen. Und wir haben den Studierenden das gegeben und haben gesagt, okay, das sind diese beiden Formeln. Wir haben ihnen erstmal die obere Formel gegeben, die untere, das war die untere Formel, jetzt dummerweise ist es auf der Seite jetzt oben. Das war die, wo man eher in geraden Linien schauen muss, um das Problem zu lösen. Und man sieht eben hier, wir erklären ihnen die Formel, dann ist auch eine gewisse Fixation ist auf der Formel, sie schauen sich diese Formel an, okay, dann schauen sie zurück zu diesem Vektorfeld und dann sieht man auch, man wird einigermaßen, dass die sich so eher gerade Linien anschauen. Haben wir gesagt, okay, es gibt noch eine zweite Formel, die ist für viele einfacher. Man kann sich so einen Bereich anschauen. Und dann, das ist der untere Teil, da schauen sie sich eben diesen Bereich an und dann sieht man auch, dann sind die Fixationen eher in so einem mittleren Kreis so geclustert. Okay, jetzt haben wir denen gesagt, passt mal auf, wie wär's? Nehmt euch eine der beiden Formeln, ist egal, ihr kriegt hier noch ein Vektorfeld und löst das einfach mal eigenständig so nach der Strategie, die euch am meisten passt. Und das links oben, das blaue und das schwarze, das waren die Blickbewegungen von zwei besonders guten Probanden. Man sieht, der blaue schaut sich eher gerade in den Linien an, der schwarze clustert seine Augenbewegung eher in einem kleinen Gebiet, aber das waren die, die nachher auch die meisten Punkte hatten. Während wir rechts sehen können, das waren die Blickbewegungen der beiden schlechtesten Probanden. Die schauen wahllos kreuz und quer über die Seite und können dann die Aufgabe doch nicht lösen. Ich habe das unten auch nochmal visualisiert, in diesem Kreis, der zeigt die Richtungen der Blickbewegungen an. Und zum Beispiel sieht man, der Kreis links oben, das sind die besonders guten Studierenden gewesen, da sieht man relativ scharfe Linien, in die man der Proband schaut, der weiß genau, was er tut, ich muss mir das so anschauen. Während eben bei den schlechteren sieht man, dass das eher ein bisschen wahllos verteilt ist. Okay, das habe ich Ihnen jetzt mal gezeigt.
Eine letzte Sache noch. Gerade eben hatte ich ja gesagt, wir haben zwei Formeln und dann konnten Sie selber wählen, welche Formeln Sie verwenden wollen. Hier haben wir sowas Ähnliches gemacht. Wir haben eine Aussage gehabt und hatten drei Hilfestellungen. Und man konnte dann auch wieder zeigen, anhand des Prätests wussten wir, wie ist der Wissensstand. Und dann haben wir geguckt, wo schauen die Probanden hin, welche dieser drei Lösungsmöglichkeiten, Hilfen nehmen Sie am ehesten, um das zu lösen? Und dann kann man eben auch da Unterschiede feststellen. Jemand, der kaum Vorwissen hat, wird sich eher die Tabelle anschauen, obwohl die nicht so intuitiv zu lösen ist, wie stattdessen das Diagramm, was vor allen Dingen die mit hohem Wissensstand sich anschauen. Die schauen sich das Diagramm an, schauen sich da die Schnittpunkte an und wissen, okay, das ist die Lösung. Gut, normalerweise wäre das jetzt meine Formel, ausprobieren und dann würde ich Ihnen erklären, wie man den Eye-Tracker kalibriert und alles. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, deswegen mache ich das jetzt einfach nur für mich selber. Ich schließe das mal hier, das ist der Eye-Tracker. Ich bringe den jetzt mal an meinem Computer an und wir haben hier das Smartboard. Das spiegelt das, was ich auf dem Bildschirm sehe. Ich reload das mal und ich zeige Ihnen jetzt einfach mal einen Text. Das ist Faust, der Tragödie erster Teil. Und ich zeige Ihnen jetzt auch mal meinen Gaze Trace. Sie sollten jetzt auf dem Bildschirm so eine Bubble sehen, die sich so hin und her bewegt. Das ist der Punkt, auf den ich gerade schaue. Okay, jetzt würde ich mal diesen Text lesen. Und Sie können währenddessen auf das Smartboard schauen. Ich mache es jetzt nur mal ganz schnell. Ich würde sagen, das reicht eigentlich auch schon. Dann würde ich jetzt mal zum Smartboard hingehen und Ihnen das mal zeigen. Das ist unser Analysebildschirm, der praktisch die Eye-Tracking-Messwerte anzeigt und auswertet. Und man sieht also, hier ist unser Bild in groß. Man sieht hier so diese blauen Punkte. Jeder dieser blauen Punkte ist eine Fixation. Da habe ich also länger hingeschaut. Und diese Verbindungslinie zwischen so zwei Fixationen ist eben eine Sakkade. Ich kann die Länge der Sakkaden messen. Und anhand der Fixation, je größer der blaue Punkt ist, desto länger habe ich da hingeschaut. Wir haben das hier unten mal so aufsummiert. Gut, das sieht man noch da, wo ich am Rand getestet habe. Das ist jetzt eine ganz schnelle Heatmap. Man sieht, welche Bereiche wurden sich überhaupt angeschaut in Rot. Und hier rechts sehe ich so diese Eye-Tracking-Messwerte, zum Beispiel oben Fixationsdauer, wie lange habe ich an die einzelnen Punkte geschaut, Sakkadenlänge, wie groß waren meine Sprünge mit den Augen, Sakkadenrichtung, in welche Richtung habe ich geschaut und Pupillendurchmesser, das können wir auch messen. Wir können, also der kann eben anhand der Augenbilder, die der Eye-Tracker fotografiert, kann ich eben gucken, wie groß, wie klein ist die Pupille und das kann mir auch so ein Maß geben, wie konzentriert ist die Person, wenn die sich das Auge mal eingestellt hat auf die Informationen, die es aufnehmen muss. Dann weiß das Auge, okay, so viel Licht brauche ich, dann kann ich meine Pupille konstant halten. Und das kann man da auch sehen. Das ist jetzt unter den Bedingungen hier auch mit dem Kamera, mit dem Licht ein bisschen schwieriger. Aber schauen wir uns mal Sakkadenlänge und Sakkadenrichtung an. Was man zum Beispiel bei der Sakkadenrichtung sieht, ist, fangen wir noch mit Länge. Bei der Sakkadenlänge, man sieht hier so ein paar große Sakkaden, das ist jetzt in Pixeln, müssen wir umrechnen. Und man sieht dazwischen immer viele kleine, dann sieht man wieder so eine große Sakkade, viele kleine, groß, viele kleine, eine große. Und das ist ein ganz charakteristisches Muster dafür, dass die Person, die vor dem Bildschirm saß, am Lesen war. Denn diese kleinen Sakkaden, das sind die Sprünge in der Zeile, halt immer so ein gewisser Bereich, manchmal nicht unbedingt nur ein Wort, sondern immer so Bereiche. Dann gibt es einen großen Sprung, der ist zurück an den Zeilenanfang. Dann sind wieder mehrere in der Zeile, wieder ein großer zurück. Das kann ich auch hier unten anhand der Sakkadenrichtung sehen. Hier wird aufgetragen, in welche Richtung wurde gesprungen mit den Augen. Und man sieht, es wurde sehr oft nach rechts gesprungen. Das waren dann immer die Sprünge in der Zeile. Und es wurde ein paar Mal nach links gesprungen. Das war der Zeilenumbruch. Nach oben und unten sieht man praktisch nichts. Was auch im Endeffekt dafür spricht, dass ich ganz normal am Lesen war, weil das dann immer nur sehr kleine Bewegungen mit den Augen nach unten waren. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden habe, der das hier, diesen Text liest, könnte ich anhand dieser Muster feststellen, ja gut, die Person war ganz normal am Lesen, scheint keinerlei Probleme zu haben, lassen wir sie ganz normal weiterlesen.
Gut, das habe ich jetzt mal hier gezeigt. So, das wäre also, wenn die Person keinerlei Probleme damit hätte. So, jetzt gehe mal weiter. Wieder auf meinen Bildschirm, genau, auf meinen Laptop. Okay, ich muss mal diese Bubble ausmachen, sonst bin ich total verwirrt. Also die Bubble, der Eye-Tracker funktioniert auch ohne, dass die Bubble angezeigt wird. Also wenn wir im richtigen Szenario, verwirrt das die Leute sonst nur. Gut, dann zeige ich Ihnen jetzt mal ein Anwendungsbeispiel dazu. Ich hatte ja gesagt, okay, wenn wir eben feststellen können, es gibt irgendwie Probleme jetzt beim Lesen, beim Lernen, können wir gucken, okay, wir wollen dann irgendwie individuell Hilfestellung geben. Und das ist unser Projekt HyperMind, zusammen mit der Uni. Und das ist ein Physikschulbuch, ich hatte ja gesagt, wir arbeiten mit der Physikdidaktik zusammen, das ist ein Physikschulbuch. Und je nachdem, wenn Probleme festgestellt werden, kann sich das Schulbuch individuell an die Person anpassen. Ich werde das jetzt auch nochmal Ihnen zeigen. Und dann noch, ich zeige Ihnen dazu mal zwei kleine Sachen. Das Physikschulbuch. Einen kurzen Moment. Ich hoffe, ich hatte es nicht schon offen, dann sonst mal. Ja, okay. So, ja, gut. Das wäre jetzt das Physikschulbuch. Und man könnte jetzt wieder ganz normal lesen. Und basierend eben auf der Lesebewegung, wenn ich so ein Muster feststellen kann, wie ich es vorher schon auf dem Smartboard hatte, weiß ich eben, okay, keine Probleme in dem Fall. Oder ich stelle eben fest, dass es irgendwelche Lernprobleme gibt. In dem Fall bei dieser Demo-Seite haben wir nur auf Attention, wie sich die Aufmerksamkeit verteilt. Aber irgendwie will das Buch gerade nicht so, wie ich will. Vielleicht ist es mit dem Streaming im Hintergrund zu viel offen. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Wenn nicht, zeige ich Ihnen das nächste Beispiel. Geht auch. Ja, dann machen wir nochmal diese Bubble hier hin. Okay, das will gerade nicht. Macht nichts, dann probieren wir das. Zeige ich Ihnen einfach das zweite Beispiel. Auch kein Problem. Okay, das will. In dem Fall sehen Sie jetzt noch diese blaue Bubble, das ist. Ja, das hier ist jetzt ein Bauplan eines komplexen Holzmöbelstücks und. Eben basierend, ich habe jetzt wieder diese Eye-Tracking-Bewegung und ich kann eben basierend auf meiner Augenbewegung kann ich feststellen, hat die Person, die dieses Möbelstück aufbaut, Ahnung, was sie da gerade tut oder nicht oder braucht die irgendwelche Hilfe und kann dann eben individuell Hilfestellung einblenden. Oder wenn ich feststelle, die Person hat überhaupt keine Ahnung, was sie gerade tut, sie springt nur kreuz und quer über die Seite. Jetzt muss ich mal gucken, ob das funktioniert. Schön. Funktioniert nicht in. Ja, das funktioniert alles. Vielleicht mal. Will nicht so ganz, wie ich will. Na gut, schade, dass es nicht so will. Also man kann hier die einzelnen Sachen auch anzeigen lassen, was augmentiert ist. Theoretisch sollte er jetzt eigentlich, naja, ich gucke nochmal, ob ich das mit dem Schulbuch nochmal hinkriege. Wenn nicht, gehe ich einfach zum nächsten Beispiel weiter. Ja, es ist alles ein bisschen mit dem Aufbau, mit dem Streaming, mit dem Monitor hier, mit dem Monitor hier. Normalerweise wird das alles an einem Standrechner gemacht. Ich teste noch mal kurz, ob ich das hier hinkriege. Nee. Okay, das will irgendwie nicht. Egal, dann zeige ich Ihnen das später in einem anderen Beispiel. Okay, also ich kann praktisch anhand
solcher Augenbewegungen kann ich praktisch messen, feststellen, wer hat wo Lernprobleme, und dann kann ich versuchen, da individuell drauf einzugehen. Und ich habe ihn jetzt, die ganze Zeit habe ich gesagt, ich kann das anhand der Augenbewegung machen. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, ich kann das anhand der Augenbewegung machen. Wie machen wir das überhaupt? Und jetzt zeige ich Ihnen mal, wie das überhaupt gemacht wird, wo da die künstliche Intelligenz reinkommt. Und in dem Fall nennen wir das, ist das hier, das nennt sich, das Projekt heißt Koala, Confidence-Aware Learning Assistant. Das ist im Endeffekt, habe ich jetzt hier einen Vokabeltest. Das ist ein, ich habe hier verschiedene Sachen, ich mache mal gleich Vokabeltest-Unterstufe. Und was wir gemacht haben, wenn man halt die künstliche Intelligenz, wenn die das entscheiden soll, in dem Fall geht es um Konfidenz, wir wollen anhand der Augenbewegung rausstellen, ist die Person sicher oder unsicher, während sie diesen Vokabeltest macht. Und natürlich brauche ich jetzt erstmal, ich brauche Daten für meine KI-Algorithmen. Ich muss die also erheben, auch in dem Fall von jemandem, auf den das gedacht ist, dieser Vokabeltest. In dem Fall waren das halt Schülerinnen und Schüler oder Studierende. Und wir haben denen diese Vokabelfragen zugegeben. Wir haben deren Augenbewegungen aufgenommen. Und danach haben wir sie immer bei jeder Frage gefragt, seid ihr euch jetzt unsicher mit der Antwort, die ihr gerade gegeben habt, oder seid ihr euch sicher? Und das haben die dann sehr oft gemacht. Und wir hatten dann eine ganze Menge Augenbewegungsmessungen bei den einzelnen Fragen und dazu die jeweilige Antwort, ich bin mir sicher, ich bin mir unsicher. Und der Computer kann dann eben anhand darauf trainiert werden, der hat dann eben diese ganzen Daten und kann dann gucken, was ist charakteristisch für eine Person, die sich sicher ist, was ist charakteristisch für eine Person, die sich unsicher ist, und kann das jetzt, wenn er darauf trainiert ist, bei unbekannten Leuten entscheiden. Ich mache jetzt mal ganz kurz diesen Vokabeltest. Ich klicke einfach mal irgendetwas an. Einfach nur zum, ich kann jetzt auch nochmal zeigen, das ist dann mit dem Eye-Tracker. Ist alles gerade ein bisschen... ist ja auch egal, ich schaue mir das an und ja, ich schaue mir das an und das war's. War alles falsch und auch kein Selbstvertrauen. Das heißt, ich kann praktisch aus diesem Vokabeltest, ich habe nicht nur richtig oder falsch, wie ich es immer habe, sondern ich habe auch noch geringes Selbstvertrauen und hohes Selbstvertrauen. Ich zeige das jetzt nochmal so, wie das aussehen wird, wenn man das unter realen Bedingungen macht. Wir haben hier links, das ist die Augenbewegung von einem Studierenden gewesen, bei dem der Computer sagt, die Person ist sich sicher. Die hat einmal die Frage gelesen, sieht man ja, einmal machen wir zurück, dann ist sie zu den Antworten gegangen, dann ist sie einmal kurz über die Antworten gegangen, hat kurz überlegt, das sieht man anhand des bisschen größeren Kreises bei der Antwort, die dann später angeklickt wurde, hat die Antwort angeklickt, hohes Selbstvertrauen, war leider falsch. Während die Person rechts, da sieht man, die Person, da sagt der Computer, die hatte eher geringes Selbstvertrauen. Da sieht man anhand der Augenbewegung, die hat mehrmals die Frage gelesen, drei, vier Mal, ist dann runter zu den Antworten, er hat die Antworten mehrmals hin und her gelesen, ist hoch, ist runter, hat ganz viele Übergänge zwischen Frage und Antworten gemacht und hat sich dann schlussendlich für eine Antwort entschieden, hat auch, man sieht anhand der langen und vielen Fixationen auf der Antwort, soll ich das machen? Ja, ich klicke es an. Okay, war auch die falsche Antwort in dem Fall. Aber die Person, da konnten wir direkt messen, die hat ein niedriges Selbstvertrauen. Die weiß selber, dass sie nicht, dass sie nicht sicher war. Während die links denkt, okay, ist ja simpel, ist aber trotzdem falsch. Das heißt, ich habe so was Simples wie einen, in dem Fall jetzt einfach nur einen Vokabeltest, und normalerweise hätte ich nur richtig falsch, und jetzt kann ich sowas sagen wie falsch mit geringer Sicherheit. Na gut, ja, okay, das weiß die Person selber. Ich hätte richtig mit hoher Sicherheit. Das wäre ja eigentlich das Optimale. Die Person macht es richtig, sie weiß auch, ich kann das, klickt das Richtige an. Und jetzt haben wir eben noch diese beiden Abstufungen dazwischen. Wir hätten richtig mit geringer Sicherheit. Das heißt, die Person hat es zwar richtig gemacht, aber so ganz sicher war sie sich nicht. Das heißt, man könnte dann sagen, okay, wir blenden jetzt bei den nächsten Fragen nochmal so was Ähnliches ein, um das ein bisschen zu vertiefen. Oder es gibt eben das Schlechteste in dem Fall, falsch mit hoher Sicherheit. Dann denkt die Person, sie kann es, aber sie kann es nicht.
Das heißt, sie hat irgendwas falsch gelernt komplett. Und dann kann man auch sagen, ich interveniere direkt. Ich sage, okay, das und das, das musst du wirklich komplett nochmal von vorne lernen. Das ist sowas, was man eben machen kann. In dem Fall ist das jetzt Confidence, aber es ist nicht auf Confidence beschränkt. Man kann auch diverse andere Sachen. Alles, wo ich mit Hilfe meines Sensors eben charakteristische Muster in den Daten feststellen kann, kann ich eben darauf den Computer trainieren, dass er das dann vorhersagt. Gut, ich habe jetzt sehr lange geredet über Eye-Tracking. Ich wollte noch mal kurz zeigen, was wir sonst noch im Labor haben. Und dann komme ich auch noch mal ganz kurz am Ende auf diesen Confidence-Test zurück. Und zwar, normalerweise würde es jetzt ungefähr unser Labor aussehen, wenn Sie hier wären. Und dann hätten wir ungefähr reale Bilder, würde das dann hier im Labor sein. Wir haben ein Smartboard, wir haben aktuell 16 Arbeitsstationen für Schülerinnen und Schüler. Wir machen gerade einen Neubau, wo wir dann die Laborkapazität ungefähr verdoppeln werden. Wir haben diese einzelnen Arbeitsstationen sind ausgestattet mit diversen Sensoren. Die Eye-Tracker hatte ich ja schon gezeigt. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, was wir sonst noch für Sensoren haben. Das zeige ich einmal kurz vorher. Das wäre jetzt ein Bild, wie es aussehen könnte, wenn da jetzt irgendein Proband sitzen würde, in dem Fall mein Kollege. Und warum ich das zeige ist, ich habe hier ganz viele verschiedene Sensoren drauf, auf die ich gleich mal kurz eingehe. Das Schöne ist, was man vielleicht sehen kann, das Einzige, was er wirklich tragen muss, ist in dem Fall dieses E4 Wristband, das ist so eine Art Fitnessarmband, das habe ich gerade auch an, das zeige ich Ihnen gleich mal. Der Rest ist eigentlich wirklich Infrarot oder im Falle des Drucksensors einfach durch den man drauf ist, also minimal invasiv. Er weiß natürlich, er wird irgendwie gemessen, aber wir versuchen das so natürlich wie möglich zu machen. Okay, das sind so diverse Dinge, die wir im Labor haben. Und das hatte ich Ihnen ja schon gesagt, wir hatten diese kosteneffizient, also das hatte ich noch nicht gesagt, dass es kosteneffizient ist, aber wir haben diese Eye-Tracker, in dem Fall sind das Gaming-Eye-Tracker, weil wir halt gucken wollten, können wir auch mit einer relativ kostengünstigen Technologie versuchen, trotzdem sinnvolle Messwerte zu erheben, weil es schlussendlich, wenn wir das wirklich dann in die Schulen bringen wollen, wenn das mal ausgereift ist, es ist ja immer irgendwie ein Kostenfaktor. Wir haben aber auch so hochpräzise Eye-Tracker, die natürlich die noch genauere Sachen aufnehmen, für gewisse Einzelstudien. Das ist ziemlich fancy. Ich zeige Ihnen das mal. Wir haben die Messung der Nasentemperatur, können wir machen. Und zwar in dem Fall nehmen wir hier einfach eine Infrarotkamera. Ich habe hier einen iPad und ich habe da eine Infrarotkamera dran. Und was wir machen, ich zeige Ihnen das mal. Ich gucke mal. Ich hoffe, man sieht das schön. Ich muss die Kamera anmachen. Das ist auch kann man ganz normal im Handel kaufen. Dann testen wir mal, ob das funktioniert. Naja, die Infrarotkamera braucht ein paar Sekunden, bis sie angeht. Moment, ja, das funktioniert. Dann zeige ich Ihnen das jetzt mal aus der anderen Sicht. Ich hoffe, man kann das ganz gut sehen. Dann sieht man jetzt zum Beispiel mein Gesicht und die Infrarotkamera misst eben ein Wärmebild. Das heißt, ich kann die Wärmeverteilung von meinem Gesicht messen. So wie wir hier auch gemacht haben, das sehen Sie auch in diesem Video da, wir haben eine Person und rechts ist das Infrarotbild, das ist ein bisschen beschleunigt und man sieht zum Beispiel auch um die Nase rum immer so zwei gelbe Punkte, wie das Ein- und Ausatmen ist das, wo es wärmer ist. Gut, was wir also machen können, ist in dem Fall wieder, wir nehmen ein RGB-Bild, lassen darüber ein ganz normales Bild von der Videokamera, lassen darüber eine Gesichtserkennung laufen. Dann können wir praktisch das Gesicht identifizieren, wir können die Nase identifizieren, die Augen, die Stirn. Das legen wir dann über unser Infrarotbild. Dann haben wir praktisch im Infraroten können wir die Nase und die Stirn identifizieren. Und dann gucken wir eben, wie verändern sich die Temperaturen im Gesicht, wenn wir den Probanden schwierige oder leichte Aufgaben zu lösen geben. Wenn es sie anstrengt, wenn es sie nicht anstrengt. Das rechts ist zum Beispiel der Temperaturverlauf von einem Probanden gewesen. Ganz am Anfang, da sieht man, das ist die Nasentemperatur. Am Anfang ziemlich kalt, da kamen die Schülerinnen und Schüler nämlich gerade aus der Pause rein. Dann dauert das eine Zeit lang, bis sich das akklimatisiert hat. Dann haben wir ihnen was zu lesen gegeben, was praktisch keine Belastung war. Wir haben eine einigermaßen gleichbleibende Nasentemperatur und ab diesem gelben Punkt haben wir ihnen Aufgaben zu lösen gegeben. Und das war ein Proband mit einer relativ Score 3 von 10, relativ wenig richtigen Aufgaben. Der war richtig angestrengt durch diese Aufgaben und dann sieht man, die Nasentemperatur fällt.
Das hängt mit dem Nervensystem zusammen, sympathisches Nervensystem. Dann werden die Gefäße anders gestellt. Ich brauche kein Blut in der Nase gerade unbedingt, wenn ich gestresst bin. Und das kann man zum Beispiel anhand der Nasentemperatur sehen. Man kann auch anhand der Stirntemperatur sehen, es wird mehr Zucker im Gehirn verbrannt. Die Wärme muss abgeführt werden. Das heißt, die Stirn wird wärmer. Und ich kann eben aus Nase und Stirn dann raus messen, ist der Proband angestrengt mit den Aufgaben, die ich ihm gerade gebe, oder ist das für ihn total easy? Das ist auch so eine komplett berührungslose Messung. Ich könnte das auch kombinieren mit dem Eye-Tracker. Dann habe ich zum Beispiel den Eye-Tracker. Wo schaue ich hin? Und gleichzeitig die Nasentemperatur. Kann ich sehen, wo schaut er gerade hin? Was strengt ihn an? Das ist natürlich ist es nicht ganz so simpel, die Sensoren zu kombinieren, aber das funktioniert. Wir haben zum Beispiel im Labor so elektrookulare Brillen. Das sieht hier aus wie eine ganz normale, ich zeige Ihnen das nur ganz kurz, wie eine ganz normale Brille. Aber was sie hat, drei Kontakte und dann macht die eine Art EKG um die Nase rum. Damit kann ich praktisch auch die Augenstellung messen. Auf dem Bild hier sieht man auch rechts, das ist so eine EOG Horizontal Component, ist die horizontale Augenbewegung. Und was man hier auch schön sehen kann, das war das ähnlich wie ich... Einen Moment. Das hatte ich Ihnen vorhin schon gezeigt bei unserer Augenbewegungsmessung mit dem Eye-Tracker. Hier kann man sowas Ähnliches sehen. Das ist die Horizontalbewegung. Alles, was größer 0 ist, geht nach rechts. Alles, was kleiner 0 ist, geht nach links. Und man sieht bei diesem Horizontalkomponente auch schön, es sind ganz viele Sprünge nach rechts. Das sind die kleinen, das sind die in der Zeile. Und es sind ganz viele große Sprünge nach links. Das ist dann wieder der Zeilenumbruch. Das heißt, ich kann auch so ein Verhalten, auch ohne Eye-Tracker, mit so einer Augenbewegungsmessung, ohne exakt zu wissen, wo die Person hinschaut, kann ich trotzdem sowas wie Leseverhalten und rausrechnen. Ich kann Wordometer machen, ich kann Blinzeln messen, ich kann daraus ausrechnen, ist die Person vielleicht übermüdet, ich kann ihr so Tipps geben, ich kann ihr Person am Abend sagen, pass mal auf, heutzutage hast du so und so viele gelesen, möchtest du nicht noch ein Buch lesen? Sowas alles kann man damit machen. Das hatte ich kurz angesprochen. Ich habe dieses Armband. In dem Fall kann man mit Fitnessarmbändern kann man ganz viel machen, weil die können die Herzfrequenz messen. Ich kann das aus der Herzfrequenz rauslesen. Das hier ist jetzt sogar noch ein kleines bisschen ausgereifter. Ich zeige das mal hier. Das müsste dir auch da schon auf meinem Handy sein. Man sieht schön, das untere ist die praktisch die Herzfrequenz, die ja aus so zwei grünen LEDs misst, wie sehr wenn der Blut durchgepumpt wird, ändert sich eben die Reflexion. Und da oben, das ist das EDA, das Electrodermal Activity, wie sehr schwitzig. Das heißt, das kann ich praktisch, kann ich da auch direkt auf die Aktivierung des sympathischen Nervensystems schließen oder wie aufgeregt, wie angestrengt ich bin. Gut, dann zeige ich Ihnen noch ein, zwei Sachen, weil wir auch bald zum Ende kommen müssen. Aber ich wollte noch was Schnelles zur KI erklären. Ah ja, ganz kurz, wir haben diese coolen Stuhldrucksensoren. Da kann man messen praktisch, wie ist die Gewichtsverteilung auf dem Stuhl. Und dann kann man auch gewisse Aktivitäten daraus berechnen. Ein paar Sachen sind sehr prototypenmäßig und manche Sachen sind schon eher ausgereift, so wie das Eye-Tracking. Das kann man schon sehr, sehr produktiv einsetzen. Bei anderen steckt halt noch viel Forschungsaufwand dahinter. Gut, am Ende möchte ich noch eine Sache zeigen, weil ich jetzt diverse Technik gezeigt habe, die auch teilweise nicht super günstig ist, was man auch mit praktisch einer Art Low-Cost-Sensoren machen kann. Und wir haben jetzt in unserem Labor haben wir diese Surface Studios, auf den kann man schreiben, aber prinzipiell ist es nicht auf diese großen Bildschirme beschränkt, sondern wenn man ein Tablet hat, wenn man irgendwas mit Stift hat, wo man drauf schreiben kann, digital. Und zwar, ich hatte Ihnen gezeigt, wir haben dieses Selbstvertrauen anhand der Augenbewegung. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wenn wir das anhand der Augenbewegung ablesen können, vielleicht geht das auch, wenn wir sie eben nicht am Bildschirm irgendwie, also haben, wenn die was lesen, sondern wenn die was irgendwie bearbeiten. Und das hatte ich Ihnen ja gezeigt. Und in dem Fall, was wir gemacht haben, analog zu diesem Multiple-Choice-Test, haben wir dem Probanden was gegeben, einmal zum Schreiben, so eine Art Vokabeltest, wo man sowas eintippen auf dem Handy und einmal, wo sowas auf dem Bildschirm draufgeschrieben haben. Und was wir gemacht haben, wir haben auch hier wieder geguckt,
Wie gut sind die? Wir haben dazu die entsprechenden Daten aufgenommen und haben dann aus den aufgenommenen Daten eben wieder die KI trainiert, dass die Vorhersagen macht, wie ob jemand sicher oder unsicher ist. Und man konnte zum Beispiel bei den Multiple-Choice-Fragen, bei dem Eye-Tracking kann man zeigen, die Antwortzeit zum Beispiel ist sehr wichtig, Fixation auf den Antworten, wie lange man draufschaut, bis man draufklickt. Bei dem Tippen auf dem Handy oder Schreiben auf dem Bildschirm zum Beispiel, die Geschwindigkeit zwischen zwei Strichen ist wichtig oder insgesamt die Geschwindigkeit, mit der man Striche zieht. Und ich zeige Ihnen das jetzt mal. Das linke Bild zeigt Ihnen, ich mache mal jetzt diese Linie durch, beim Tippen. Wir haben jetzt das einzige Feature, was wir hier gemessen haben, ist, wie schnell tippt jemand. Je weiter oben, desto schneller. Und man konnte hier sehen, es gehören immer so zwei Balken, ein roter und ein blauer zusammen. Das ist eine Testperson gewesen. Blau, wenn die Person sich unsicher war. Rot, wenn sie sich sicher war. Und man sieht, jeder, der sich sicher war beim Tippen auf dem Handy, hat eine Geschwindigkeit, die überhalb dieser Linie liegt. Ist fast universell bei allen. Das heißt, ich kann, um meine KI zu trainieren, wirklich dieses eine Feature nehmen, wie schnell tippt jemand das ein. Das ist universell bei praktisch jedem Probanden gewesen und daher kann ich schon allein gute Vorhersagen machen. Und jetzt zeige ich Ihnen mal rechts, das ist die Handschrift. Rechts, das ist jetzt die Geschwindigkeit, mit der jemand schreibt. Und hier sieht man, dass es komplett abhängig von der Person ist. Es gibt viele Leute hier, die, selbst wenn sie sich total sicher waren, langsamer schreiben als jemand anderes, der sich unsicher ist, der aber trotzdem halt allgemein viel schneller schreibt. Das heißt, hier reicht jetzt dieses eine Feature nicht mehr aus in dem Sinne. Während ich beim Linken, beim Tippen, reicht es wirklich, wir nehmen einfach nur die Geschwindigkeit, mit der getippt wird, gut ist. Während wir hier rechts wirklich viel mehr Features auswerten müssen. Aber wir haben ja, wenn wir mit dem Stift schreiben, wir haben den Druck, wir haben den Winkel, die Geschwindigkeit, wie oft wird abgesetzt, wie oft wird der Radierer benutzt und sowas. Und wenn ich jetzt nochmal kurz zurückgehe, auf das sieht man bei der Performance, dass wir aber auch trotzdem mit der Handschrift eine richtig gute Vorhersage hinkriegen, weil wir eben den Computer heutzutage, weil wir diese ganzen Daten auswerten können, weil wir diese ganzen Features verwenden können und dann können wir auch zum Beispiel sowas wie Handschrift eine richtige Vorhersage machen und den Probanden individuell passende Lernhilfen geben. Und in dem Fall bin ich, glaube ich, auch, das wollte ich noch kurz zeigen, ein anderes Low-Cost. In dem Fall war das Herzfrequenzmessung mit der Webcam. Das geht auch anhand von Farbveränderungen im Gesicht. Das kann man zum Beispiel auch machen, das ist auch ganz low cost. Kann ich Ihnen jetzt schlecht zeigen mit dem ganzen Equipment hier, aber sowas funktioniert auch. Okay, in dem Sinne habe ich Ihnen, glaube ich, soweit alles vorgestellt. Ein, zwei Sachen haben jetzt nicht ganz so super funktioniert, aber tut mir leid. Aber ich hoffe, Sie haben mitgenommen. Wir können eben mit diesen verschiedenen Sensoren diesen kognitiven Zustand vom Probanden erfassen. Wir messen, wo gibt es Lernprobleme, was sind die Schwierigkeiten und basierend auf diesen Daten können wir haben eben individuell Lernhilfen geben, den Content anpassen und dann hoffentlich den zum besseren Lernerfolg führen. Und, was ich am Ende nochmal gezeigt habe, wir können auch mit scheinbar sehr simpler Technologie, eben wie allein durch das Draufschreiben, durch die Webcam, können wir als Sensoren verwenden und als das verwenden, eben für unsere KI-Vorhersagen verwenden. Okay. Vielen Dank. Nikolaus, könntest du noch sagen, dass es um 12 Uhr dann weitergeht mit Live-Demonstrationen von neuronalen Netzen? Okay, dann wurde ich noch darauf hingewiesen, ich soll sagen, ab 12 Uhr geht es hier auf dem Stream weiter und da zeigen wir dann Live-Demonstrationen eben von tiefen neuronalen Netzen, Deep Neural Networks, wirklich, wie eine KI funktioniert und das dann jetzt mal schön visuell aufbereitet und bleiben Sie dran.